Okay, wir gehen rein. Community ist eskaliert. Chat hat sich gewünscht. Wir sollen uns das Video angucken. Einbeiniger Bandit, einbeinig in die Tropen. Hashtag 7 vs. Wildcard, die außergewöhnlichste Bewerbung zur zweiten Staffel 4K. Let's go! Ich musste das Video, um auf 8 Minuten zu kommen, sehr stark kürzen. Es tut mir leid, falls dadurch manche Zusammenhänge nicht ganz klar werden. Zu dem erlebten Abenteuer wird die Tage noch eine Extended Cut erfolgen. Bis dahin viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Okay! Moin, ich bin Carlos, der einbeinige Bandit. Und hat erstmal hier natürlich einen UF Pro Combat Shirt an. Habe ich auch, geiles Ding. Und ich kann nicht getunnelt werden. Von den 22 Jahren... Er ist wirklich ein Einbeiniger, oder was? Und macht erstmal direkt einen kleinen Joke auf sich selbst. In meines bisherigen Lebens habe ich bereits mehrere Monate auf Intensivstationen und in Krankenhäusern verbracht. Als ich 13 war, wurde mein Bein letzten Endes amputiert, Alter. Nachdem ich die 3 Jahre zuvor im Rollstuhl verbracht habe und noch 3 lebensbedrohliche Blutvergiftungen überstanden habe. Alter, holy shit, was ist denn jetzt hier los? Nach meiner Beinamputation musste ich eine Entscheidung treffen. Möchte ich in Selbstmitleid verfallen? Mich jeden Tag... Ich hab Gänsehaut, Alter. ...darüber ärgern und bedauern, dass ich nur ein Bein habe, nicht die Dinge machen kann, die andere tun können, die einen ganz normalen Körper mit 2 Beinen haben? Oder möchte ich kämpfen? Möchte ich jeden Tag von dem Leben, das mir geschenkt wurde, genießen und herausfinden, was ich trotz dessen, dass ich nur ein Bein habe, alles machen kann? 3-mal dürft ihr raten, wofür ich mich entschieden habe. Natürlich zu kämpfen. Ich hatte eine schwere Zeit, das ist nicht zu leugnen. Aber ich habe es geschafft, mich aus Depressionen herauszukämpfen und bin nun seit mehreren Jahren so glücklich, wie es, glaube ich, die meisten Menschen mit einem ganz normalen und gesunden Körper nicht sind. Geil, Alter! Ey, mega! Oh, hier erstmal OF Pro Striker XT Hose sehe ich schon. Ja, ja, hier mit Ding drauf. Aber was ist da los? Wir wissen gar nicht, wie er heißt, oder? Hat er seinen Namen gesagt? Nee, ne? Warte mal ganz kurz. Sieht man, hat er hier in seiner Infobeschreibung? Ich brauch da mal einen Namen halt. Ich brauch da mal einen Namen. Carlos. Carlos. Carlos hat er gesagt. Doch, sorry. Also, Carlos. Carlos, eine Sache, da müssen wir drüber reden. Habe ich ein ganz dickes Problem damit. Wie kann es sein, dass du hier einen Patch in Multicam auf einer Flecktarnjacke hast? Das ist ganz schwierig. Ich habe mich dazu entschieden, Dinge und Abenteuer zu erleben, die sich kaum einer mit einem normalen Körper trauen würde. Jeden Tag aufs Neue beweise ich mir und... Okay, er ist ja mit... Ich hab... Ist jetzt vielleicht... Ne, worauf wollte ich hinaus? Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, okay, wie macht er das jetzt outdoor-mäßig? Hat er dann Krücken oder wie, ne? Aber jetzt sieht man es hier. Krass. Das ist schon heftig, Alter. ...anderen, was alles möglich ist, auch mit einem Bein. Letztes Jahr habe ich mit meinem... Er geht einfach klettern. ...Auto eine Tour quer durch... Combat-Krücke in schwarz? Ey... No joke. Einfach auch mal Messerhalterung dran oder sowas. ...durch Europa gemacht. Innerhalb von gerade mal gut 2 Wochen habe ich 18 Länder zu Gesicht bekommen und 7000 Kilometer zurückgelegt. Geil. Ich habe Menschen, Kulturen und Landschaften kennengelernt, die ich zuvor noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und habe Blut geleckt. Ich habe mich vor 2 Wochen an den Harzer Hexenstieg gewagt und das Ganze videotechnisch begleitet. Das sollte eigentlich das erste Video auf diesem Kanal werden und wird es jetzt auch sozusagen. Da ich mir im Harz leider eine periphere Nervenschädigung zugezogen habe, habe ich nicht die Möglichkeit, ein neues Abenteuer zu erleben, um dieses als Bewerbung für 7 vs. Wild zu nehmen, da ich meine Hand jetzt einige Wochen schonen muss. Dementsprechend werde ich einfach das Abenteuer, welches ich im Harz erlebt habe, als Bewerbung nehmen. Läuft in den Harzer Hexenstieg mit Krücken? Das ist auch schon heftig, Alter. In folgenden 8 Minuten werdet ihr sehen, wie ich mich mit Krücken auf dem Harzer Hexenstieg geschlagen habe und wie es hierzu gekommen ist. Mittlerweile ist es schon fast... Ey, was ist hier? Hat er hier so eine Halterung dran von da oben? 13 Uhr. Ich wollte eigentlich bedeutend früher los, aber es kommt ja immer irgendwas dazwischen. Jetzt bin ich endlich am Start vom Harzer Hexenstieg in Osterode. Ja, hier. Ultralight Expert Rucksack. Bup, bup. Was hat er hier außen noch dran? Und was ist hier? Was ist das alles? Hier ist noch ein Schuh drunter. Und jetzt geht's los für mich. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Du schwitzt ein bisschen. Aber ich bin klitschnass. Ich habe jetzt den ersten Kilometer geschafft. Aber ich habe sowas von unterschätzt, wie
viel Steigung ausmacht. Die ganze Zeit mit irgendwie 10 Grad Steigung bergauf. Und mein Rucksack und alles andere, was ich dabei habe, wiegen zusammen 24 Kilo. Boah, ist zu schwer. 24 Kilo? Hä, das ist viel zu schwer. Carlos, bist du irre? Was für 24 Kilo? Was für 24 Kilo? Geht gar nicht, aussortieren, weg. Also ich sag realistisch im Sommer, blablablub, ja, Wasserfilter, Wasser auffüllen, dies, das. Sommer, Schlafsack, Leibding-Setup, 12 vielleicht? Ja, schreibt auch gerade einer, ich gehe nie über 12 Kilo. Aus dem Bauch raus, 10 ist mal eine schöne Grenze, schaffe ich nie, weil wegen noch Akkubank und Kamera und sowas, aber 12 Kilo. Und schlepp mal 24 Kilo mit Krücken, durchgehend 10 Grad steigen. Ja, aber das geht nicht, da musst du nochmal ran. Das geht gar nicht. Steigung hoch. Die Hälfte kannst du zu Hause lassen. Heute am ersten Tag wenigstens 3 Kilometer zu schaffen, vielleicht schaffe ich auch ein bisschen mehr. Und dann gucke ich, dass ich die nächsten Tage 10 Kilometer jeweils schaffe. So. Habe mir extra eine Kamerahaltung mit Gimbal gebaut und dachte, damit wäre das Bild wackelig. 2,5 Kilometer habe ich geschafft. Puh, aber ich habe noch ein ganzes die Kamera. Stückchen vor mir. Da ich wenigstens heute noch irgendwo hinkommen muss, wo ich Wasser finde. Was haben wir da? Ja, Solarpanel. Solarpanel, nimmt man da ein Solarpanel mit Powerbank? Ja. Gut, ist die Frage, wie lange du unterwegs bist, ne? Weiß ich ja nicht, ob jetzt ein Teil davon läuft, den ganzen laufen wir, ob wir jetzt da 2 Wochen unterwegs und so. Aber 24 ist viel zu viel. Das Ding ist nur, dass ich auch noch meinen Löffel vergessen habe. Was ist denn das alles für Zeug, Alter? Habe. Und das hier ist jetzt mein Behelfslöffel. Er hat hier Esbit, er hat das. Ja, doch. Bin jetzt fast 4 Kilometer gelaufen und hab was weiß ich wie viele 100 Höhenmeter hinter mir. Ich bin im Zelt und der Grund, warum ich davor nicht mehr gefilmt habe, ist, dass plötzlich alles ganz schnell gehen musste. Ich bin auch komplett kaputt jetzt. Carlos, du musst mal ruhiger rangehen an die Sache, nicht gleich so eskalieren. Das ist wahrscheinlich ein bisschen viel gerade alles, vor allem mit 24 Kilo, also da würde ich mich aber auch ins Zelt reinlegen. Ich habe nämlich gesehen, dass da oben, wo ich eigentlich schlafen wollte, eine Überwachungskamera ist. Ich weiß nicht, ob die fake ist oder ob die echt ist. Jedenfalls wollte ich das nicht riskieren, dann dort mein Lager aufzubauen. Ja. Ich bin jetzt so weit noch gelaufen, also irgendwie locker nochmal 1,5-2 Kilometer. Jetzt am Ende im Stockdunkeln. Ich habe nicht mehr die Power gehabt, nochmal den Rucksack abzusetzen, um meine Stirnlampe rauszuholen. Deswegen bin ich einfach nur noch im Dunkeln irgendwie gelaufen. Und jetzt ging hier irgend so ein super steiler Feldweg irgendwie in den Wald rein. Und den bin ich einfach hoch. Und ich bin hier jetzt mitten am Hang. Es ist komplett schief. Hier stand das Zelt. Ach du Scheiße, das ist jetzt auch nicht so. Ich habe Steine unter mir. Es ist, das Zelt steht auch komplett schief und in weiß. Ja, bist du ganz schön auffällig, ne? Rum einfach nur irgendwie. Ich habe hier jetzt meine ganzen Sachen einfach nur irgendwie ins Zelt gefeuert. Ich habe jetzt schnell meine Isomatte aufgepumpt, Schlafsack hingelegt. Der hat ja zwei Isomatten mit. Der hat ja so eine Z-Light-Geschichte mit und nochmal so eine Thermarest. Ja, werde gucken, dass ich jetzt irgendwie schlafen kann. Ich bin wirklich komplett am Ende. Ich habe noch so 200 Milliliter zu trinken. Ich bin komplett dehydriert. Ich brauche dringend was zu trinken, aber ich muss bis morgen warten. Es ist 5 Uhr. Es ist schon seit einer geraumen Zeit hell. Und ich habe die ganze Zeit den Gedanken verdrängt, dass ich schon längst gesehen werden könnte. Ja. Und dann habe ich ziemlich schlechte Nachrichten. In Oliv wäre es wahrscheinlich gar nicht so ersichtlich gewesen. Denn mein linker Mittel- und Zeigefinger sind vorne die Fingerkuppen taub. Oh. Und damit. Laut Recherche, Karpaltunnelsyndrom, 4 Kilometer Gepäck und 4 Kilometer Strecke auf einmal waren einfach zu viel. Ja, definitiv. Scheint wohl wirklich nicht zu spaßen zu sein. Und ja, laut Google sofort Hand nicht mehr belasten und zum Arzt gehen. Ja. Und da ich auf meine Hände noch ziemlich angewiesen bin. Ach klar, dabei noch ein bisschen Drohne fliegen. Werde ich, befürchte ich, jetzt
Ja, eher den Weg zur nächsten Bushaltestelle auf mich nehmen und gucken, dass ich zurück zum Auto komme. Ich bin an der Bushaltestelle angekommen. Mein rechtes Handgelenk ist bei jedem Schritt weggeknickt. Ich habe gar keine Kontrolle gerade mehr über meine Muskulatur. Ich bin komplett am Ende. Also so krass habe ich das, glaube ich, noch nie in meinem Leben gehabt. Ich bin wieder im Auto. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin gerade so happy. Der ganze Frust mit, dass es mit dem Wandern nicht geklappt hat und so, ist gerade sowas von vergessen. Ich bin einfach diesen Feldweg lang gefahren. Es war kein Durchfahrtverbotsschild. Da guckt euch das bitte an. Da gibt's halt Lachse, ne? Das ist mein Ausblick aus dem Seitenfenster. Ich liege jetzt hier auf der Isomatte im Auto und jetzt heißt es für mich endlich schlafen. Ich habe über 11 Stunden geschlafen. Ich habe mir mittlerweile einen Verband noch angelegt. Aha, was machen die denn da? Also das ging schnell. Da vorne scheint noch die Sonne und ja. Hier ist jetzt plötzlich geil. Weltuntergang. Das ist dieser Tsunami-Taifun-Geschichte-Dingsbums-Wirbelsturm, ne? Der dann... Da, was Roboter meinte. Gang. Boah. Ich wurde vom Jäger vertrieben. Achso, ich glaube, das sind jetzt nur Ausschnitte irgendwie, ne? Was noch passieren wird irgendwie da bei ihrem Harz. Oder? Ich bewerbe mich mit diesem Video offiziell für Seven vs. Wild Staffel 2. Ich bin bereit für die Tropen und bereit zu zeigen, dass auch ein Mensch mit einem Bein die gleichen, wenn nicht sogar bessere Leistungen erbringen kann als jeder andere. Ich studiere Sportwissenschaften im 4. Semester, betreibe regelmäßig Kraftsport und bin absolut fit für den Dschungel. Und jedes Tier, das es dort wagen sollte, sich mit mir anzulegen, ist selber schuld und muss mit den Konsequenzen leben. Ich vereine den Mut von Fritz, die Überdachtheit von Bommel. Jetzt haut er aber hier. Ja, schon ganz schön überzeugt jetzt gerade. Die Kreativität von Chris und das Wissen von Niklas. Ich habe den Kampfgeist von Fabio und die Abenteuerlust von Dave. Vielleicht ein bisschen hochgestapelt. Ich bin ja da eigentlich eher so ein Freund davon, bisschen drunter und dann eher ein bisschen drüber. Promise low, deliver high. Und bin gleichzeitig so verrückt wie Martin. Ich bin also die perfekte Fusion aus allen Teilnehmern der Staffel 1. Jetzt macht Carlos mir ein bisschen Angst, sag ich euch ehrlich. Nur halt in behindert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und sorgt dafür, dass Fritz oder sein Team es zu Gesicht bekommt. Hat funktioniert. Ja, also erstmal auf jeden Fall Daumen nach oben. Danke für die Bewerbung. Krasse Story. Geil, dass du trotzdem durchziehst, Sachen erlebst. Genau so muss es sein. Wir machen jetzt eine kleine Abstimmung natürlich wieder, so wie wir es auch bei allen anderen Bewerbungen gemacht haben. Wollt ihr diesen Bewerber bei Staffel 2 sehen? Ja oder nein? Das ist die Frage, ne? Es geht immer darum, es geht quasi nicht, und das habe ich bei den anderen Videos auch gesagt, es geht nicht um das Video an sich, was gemacht worden ist, sondern das Video ist dafür da, dass wir gemeinsam die Person, den Charakter, die Skills, alles Mögliche kennenlernen, so gut es halt geht in 8 Minuten. Und ihr dann mal eure Meinung dazu abgebt, ob ihr diese Person als Kandidat bei Seven vs. Wild seht. So, jetzt komm. Ich sag's auch an der Stelle nochmal. Ich hoffe natürlich, dass sich keiner irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, was da jetzt für Zahlen bei rauskommen, wer für Ja stimmt, wer für Nein stimmt. Nehmt das alles sportlich. Ja, ich meine, wer sich hier bewirbt, muss natürlich auch damit klarkommen, was die Community dazu sagt oder nicht, ne? Okay. Okay, also 43% sind für Carlos aka, den einarmigen Banditen. Schaut, wie gesagt, gern bei ihm auf dem Kanal vorbei. Und ja, danke für deine Bewerbung.